Ja, welcome back YouTube. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Part Skyrim. Ja, vorweg, ich habe so ein bisschen was gemacht jetzt, was ich ausnahmsweise mal nicht aufgenommen habe, weil ich mir dachte, ja, das ist vielleicht alles ein bisschen langwierig und doch eher langweilig ist. Und zwar habe ich so ein bisschen, ja, noch gewartet und noch geschaut, dass ich hier von dem Schmied hier vorne den ja, anhauen konnte, wegen diesen Ebenerzbarren, und dass ich mir wenigstens noch die Schuhe machen konnte, wie ihr seht. Ja, jetzt fehlen mir eigentlich nur noch die Handschuhe hier, und ja, aber dann haben wir wenigstens eine vernünftige Rüstung, würde ich mal sagen. Dann habe ich noch nebenbei ein bisschen Verzauberungskunst geskillt, weil ich dachte, das bringt mich im Level ein bisschen voran, und ja, weil das eigentlich auch ja sehr lange dauert, wie ich finde, im Gegensatz zu Schmiedekunst. Da braucht man ja nur so ein bisschen klicken. Ja, dachte ich mir, mache ich das halt auch mal, ohne dass ich es jetzt alles mit aufnehme. Ansonsten habe ich eigentlich gar nichts gemacht. Ich habe halt nur die Klotten jetzt wieder bei mir da ins Haus gebracht, damit wir wieder leere Taschen haben. Und ja, wie ihr seht, ich habe jetzt 117 von 305, und ja, ansonsten habe ich eigentlich nichts gemacht. Ich habe jetzt auch beim Skillen Level Up gehabt. Also ihr seht, ich war ja vorhin 27, ich bin jetzt 28. Also ich habe jetzt nicht so derbe geskillt. Aber es hat wenigstens ein bisschen was gebracht. Ja, ansonsten denke ich, können wir jetzt wieder weiter hier ein bisschen rumlatschen und ein bisschen weiter questen. Ich gehe jetzt erstmal hier raus und dann schauen wir mal, was ich noch so im Questlog habe, was wir als nächstes machen können. Ich bin gerade selber noch am Überlegen. Moment, wir müssen ja noch in der Akademie den Typen da finden, ne? Vielleicht sollte ich das mal tun. Weil vorhin sind wir ja dann abgehauen, weil wir so die Taschen voll hatten. Ich denke, das ist eine ganz gute Idee, wenn wir da jetzt nochmal hinlatschen. Dazu müssen wir hier oben hin. Ja, gucken wir mal, ob wir den Typen finden. Und wie es dann da weitergeht, würde ich sagen. Bin ich mal gespannt, wie des Öfteren hier. Ich bin eigentlich immer gespannt. Immer wissen, wie geht es weiter? Was wird passieren? Und ja, keine Ahnung. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also die Rüstung, die sieht so brutal geil aus, oder? Also, tja, du dir, da kommst du jetzt echt nicht mehr mit deinem Scheiß damit. Ihr seid gar nicht so. Die Verzauberungsdienste gehören Moment, zu mit dem können wir nicht reden. Was ist uns mit noch dem? Wissen, falls ihr Hilfe bei und für das Beschwören von Untoten ist außerhalb der Akademie noch weniger ratsam. Okay, gibt es viele Beschwörer außerhalb der Akademie? Nicht innerhalb der Gesellschaft. Viele, die in der Schule der Beschwörung praktizieren, machen dies allein und im Verborgenen. Falion ist der einzige, den ich kenne, der damit an die Öffentlichkeit gegangen ist. Er war einst mein Lehrer, hat die Akademie aber vor Jahren verlassen. Okay, weshalb hat Falion die Akademie verlassen? Er mochte den Erzmagier nicht. Er hasst es, sich mit ihm abzugeben. Und er hasste es, ihm Rede und Antwort zu stehen. Falion hasste, was aus diesem Ort wurde. Daher ging er. Aaron fand eine Notiz auf seinem Schreibtisch, mehr nicht. Soweit ich weiß, ließ er sich in Jalmarsch nieder, was jedoch zu Problemen führte. Okay, dann, ihr habt etwas über verschwundene Lehrlinge gesagt. Ach, genau. Ja, die Gruppe vor eurer ist komplett verschwunden. Es ist möglich, dass es mehr als nur die nötige Aufsicht gebraucht hätte. Das wird noch untersucht. Aber seit einiger Zeit haben wir nichts mehr von ihnen gehört. Arniel fragt sich, ob sie vielleicht in den finsteren Reichen verschwunden sind. Aber damit würde man ihnen wohl etwas zu viel zutrauen. Wo könnten sie sein? Ich bin mir nicht sicher. Keiner von ihnen hat an etwas besonders Gefährlichem gearbeitet.
Ich erinnere mich, dass Isra versucht hat, Flammenmantel-Zaubersprüche besser an die raue Umgebung im Himmelsrand anzupassen. Ilas Tai praktizierte Illusionszauber. Ich glaube, sie hatte Probleme mit den Besänftigungszaubern. Allerdings arbeitete sie nur mit Skeva-Ratten. Dann gibt es noch Borvir und Rundi. Zwillinge, die sich aber selten auf irgendetwas einigen konnten. Diese beiden Jungs waren besessen von Met und überzeugt davon, eine Konkurrenz zu Honigbräu hinzubekommen. Mit Frostmagie sollte der Met eine bestimmte Zeit lang gekühlt werden. Für mich war das vergeudete Mühe, aber der Erzmagier ließ sie gewähren. Okay, das Beschwören von Untoten ist nicht verpönt? Bei Sheon, nein. Diese veralteten Richtlinien starben mit der Magiergilde aus und fanden hier niemals Anwendung. Totenbeschwörung ist, wie jede andere Form der Magie auch, ein Werkzeug, das man einsetzen kann. Natürlich sehen Nicht-Magier das eventuell anders, also machen wir das nicht in der Öffentlichkeit. Okay, könnt ihr mir etwas über Beschwörung beibringen? Ich bringe euch etwas von meinem Wissen bei. Aber seid vorsichtig. Das kostet ja Kohle, ne? Kosten 1600? Nein. Nein. Was habt ihr zu verkaufen? Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Waffen, Stab der Besänftigung. Oh je. Sonstiges. Ne, Bücher brauche ich. Beschworener Bogen. Ja, wow, das will ich haben. Dedra, Verbann, Frost, Knarren beschwören. Das will ich gerne, ja. Auch Redekunst verbessert. Moment, Bücher, dann. Okay. Also. Sehr schön. Also, Beschwörung, das auf jeden Fall und das. Ja, geil, dann können wir jetzt wenigstens auch diese Bogengeschichte skillen. So, hier haben wir wieder Schneebären, nehmen wir erstmal mit. Ja, ich muss jetzt diesen Typen finden. Was machen wir? Gehen wir mal die Schneebären nehmen. Gehen wir mal hier rein. Diese Unterkünfte. Das war doch hier, ne, oder? Und ja, befragen wir da einfach mal so ein paar Leute, würde ich sagen. Sind ja gerade alle hier hingelatscht, glaube ich. Und ja, jetzt haben wir hier noch einen gewöhnlichen Seelenstein. Was ist das denn gerade für ein Bug hier, ey? Also hier ist keiner. Wer ist denn hier? Arcano. Fragen wir den nochmal. Ich denke über viele wichtige Dinge nach. Eure okay. Angelegenheiten gehören nicht dazu. Wen haben wir denn hier Onmund? Seit vielen Jahren schon hat niemand mehr vom Sijik-Orden gehört. Kaum zu glauben, dass jetzt plötzlich einer von ihnen hier auftaucht. Okay, ja, das mache ich doch eh, oder? Oh, gut. Ich hatte wirklich Angst, ich würde es für immer verlieren. Habt ihr jemals etwas von dem Auguren von Dunlein gehört? Davon habe ich noch nie etwas gehört. Habt ihr Teuf dir gefragt? Komm, sag ich. Er ist schon lange hier und weiß offenbar fast alles. Teuf dir? Mhm. Gut zu sehen, dass es in Himmelsrand immer noch so gute Menschen gibt. Es ist immer ermutigend zu sehen, wie die jüngeren Generationen sich auf ihre Ausbildung stürzen. Okay, hier. Hast du was gehört? Ah, das ist ein Name, den ich schon seit geraumer Zeit nicht mehr gehört habe. Meine Güte, es ist schon Jahre her, seit ich das letzte Mal mit ihm gesprochen habe. Ich nehme an, er ist immer noch unten in der Müllgrube, aber ich habe nicht nachgesehen. Werdet ihr ihn aufsuchen? Richtet ihm einen Gruß von mir aus, ja? Wo finde ich die Müllgrube? Unterhalb der Akademie. Es ist nicht sehr angenehm dort. Also seht euch vor, wenn ihr dort hinuntergeht.
Könnt ihr mir mehr über den erzählen? Nun, es würde ihm wohl nichts ausmachen. Das war natürlich alles vor meiner Zeit, wisst ihr? Ich habe die Geschichten gehört, genau wie alle anderen. Er war ein brillanter Schüler, ein versierter Zauberer, hat sich auf eine Weise in Magie vertieft, wie ich es noch nie bei jemandem gesehen hatte. Aber ich glaube, er hat sich zu sehr darauf konzentriert, wie viel Macht er erlangen könnte. Das führte schließlich zu dem Unfall. Was für ein Unfall? Bis zum nächsten Mal. Oh, voll buggy hier, ey. Ja, ich muss in die Müllgrube. Wo ist die Müllgrube? Das frage ich mich. Wie komme ich da hin? Wahrscheinlich, ich würde jetzt mal tippen, dass ich vielleicht einfach hier an der Seite irgendwie runterlatschen muss, oder? Ich weiß es nicht. Gehen wir mal hier runter. Gucken wir mal, ob wir den Typen finden. Mein Gott, sieht das geil aus, ey. Yippie! Piu! Ja, mein Pferd ist auch unsichtbar. Also irgendwie ist da gerade irgendwas ein bisschen buggy hier. Nehmen wir wenigstens die Schneebär noch mit. So, ja, dann gucken wir mal, ob wir hier an der Seite irgendwo reinkommen können. Müllkrumm, Müllkrumm. Okay, hier sind wir schon mal... Falsch. Oh, hier eine Ader, ne? Ja, perfekto. Das nehmen wir doch mit, do. Ja, hau mal richtig da rein, ey. Oh, das ging ja mal fix, oder? Zumindest mit dem Anzeigen da oben links. Ja, okay. Und Lydia ist auch am Start. Das nehmen wir noch mit. Ja, komm, Lydia, dann wollen wir mal gucken, ob wir hier irgendwie irgendwo... Ui. Wenn es nicht so unheimlich tief hier runtergehen würde. Aber ich denke hier, von hier kommen wir dann nirgendwo rein, ganz ehrlich, oder? Ah, das heißt, wir müssen wahrscheinlich von irgendwo da oben rein, okay. Oder ne. Das ist ja so ein Gullideckel oder so. Gut, dann latschen wir erst nochmal zurück. Ja, da unten ja ohne, ne? Oh oh. Fragen über Fragen. Vielleicht müssen wir ja oder rechts in die Tür da unten irgendwie runter. Oder waren hier vorne auch noch Türen? Da war nix, ne? Oder doch? Müllgrube da, perfekt. Was stand denn hier noch rum? Nix Besonderes. Ja? Oh, no. Schauen. Schauen wir wieder ein Drachen. Warte mal, wie machen wir das hier, oder? Wo ist er? Wo ist er? Jo, wo ist er denn? Hier war doch gerade ein Drache, oder? Ja. Du bist zu weit weg. Egal, wir schießen einfach mal drauf. Los, komm her! Das ist gar nicht so einfach hier mit dem Scheißbogen. Okay, laufen wir erstmal da runter. Lydia, komm. Wo hat er sich hingesetzt? Wo? Oh, verdammt. Okay, wo?
Rostdrache. Okay, wo ist er denn? Also irgendwie... Aber das ist cool. Da kann ich sogar die Schießkunst mit verbessern. Ja, jetzt komm schon runter hier. Das kann nicht sein. Ah, dann schieße ich dich halt langsam kaputt. Frostdrache. Also irgendwie, glaube ich, muss ich das Spiel gleich mal neu starten, weil irgendwie die Texturen hier, das ist ja irgendwie ein bisschen buggy, oder? Wir wollen dann einfach schön mal drauf, jetzt bläst er uns hier einen in die Fresse. Aber das soll uns nicht stören, weil da heilen wir uns jetzt einfach mal. So. Ey, mit diesen beschworenen Sachen hier, das gefällt mir nicht. Ja. Oh, Moment, habe ich jetzt. Ich hab noch keinen Level ab. Scheiße. Oh, und ich habe natürlich nichts. Oh mein Gott, ich glaube, ich werde sterben. Also, ich kann hiervon ein bisschen essen. Feuerresistenz, Magieresistenz, das bringt mir gar nichts. Scheiße! Oh mein Gott. Warte. Wiederherstellung, Heilung. Nein! Fuck you! So blöd. Aber okay. Warte mal, wo sind wir jetzt rausgekommen? Die Halle der Leistung. Okay. Das heißt, dieser beschissene Typ muss hier gleich irgendwo sein. Dann latschen wir schon mal da hinten hin, oder? Doch kein Drache oder was? Okay, gut Leute, dann ist es Zeit für einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Und dann gibt's Drachengeschnetzeltes. Hoffe ich zumindest. Bis dann.